Wir spielen einen Klassiker von Late Night Berlin. Wir spielen jetzt einen Tisch für zwei in der Weihnachtsedition. Ja. Platz, Matthias. Das hier, das ist es. Wir haben das lange nicht mehr gemacht, ein Tisch für zwei. Wir zwei haben das sowieso noch nie gemacht. Noch nie gemacht, nee, haben wir noch nie gemacht. Wir waren auch schon mal zusammen essen. Das eine Mal. Ja. Und wir machen jetzt aber, bevor wir jetzt anfangen, ne, kann ich mal kurz erklären, wie es genau funktioniert. Wir haben hinter uns Monitore und da steht dann immer eine Situation und eine Rolle, in der wir die Situation dem anderen vorstellen müssen. Der andere muss probieren, ist die Herausforderung, in seiner Rolle zu bleiben und das ernst zu nehmen. Das ist schwierig genug teilweise. Da kommt noch Herbert Grönemeyer, aber jetzt sitzen wir hier und das ist ein Tisch für zwei. Ein Tisch für zwei hat zwei Monitore jeweils hinter uns. Wir sind in einer Restaurantsituation. Wir werden gleich ja, in die Charaktere hineinfinden. Du weißt, wie das sowas geht. Und dann haben wir eine Rolle und eine Situation, die wir vorher nicht kennen. Mhm. Die Aufgabe des jeweils anderen ist es, die Situation erhobenen Hauptes durchzuhalten. Okay. Was auch immer das bedeutet. Erhobenen Hauptes kann ich nicht. Gut. Es geht los. Wer fängt denn eigentlich an? Ich glaube, du fängst an. Ich fange an. Ja, warte, halt, stopp. Warte ganz kurz, okay. Warte, ganz kurz. Aber 1, 2, 3 und? So. Was, hast du was getrunken? Nee. Du bist ein alter Schwindler. Wie Milli Vanilli bist du. So. Okay, los geht's. Schön, dass wir es geschafft haben. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mal essen gehen, Matthias. Wirklich. Immer so ein Stress, man weiß immer gar nicht, in welcher Zeitzone du bist. Und jetzt sind wir endlich mal da. So! Pass auf, Papa. Jetzt sprechen wir hier richtig Tacheles, ja? Pass auf, also folgendermaßen, wir wohnen ja jetzt. Ich weiß, du bist. Hör zu. Ist doch erstmal was, der wird doch kalt. Papa, hör mal kurz zu. Ich muss jetzt wirklich. Ja, aber ist du schaffst komm, das. Deine Mutter du stand die ganze das. Alleine Zeit sein ist kein Problem. Wir wohnen jetzt seit 45 Jahren zusammen. Und es wird an der Zeit, pass auf, es wird an der Zeit, du musst hier einfach den Auszieher machen, weißt du? Aber Matthias, wer soll dir bei der Wäsche helfen? Wer sorgt dafür, dass du abends deine Zähne putzt? Was? Guck mal, du hast immer noch deinen Schlafanzug an. Ja, wenn dir das niemand sagt. Guck mir mal ganz. Du musst mir ganz kurz mal zuhören. Hör mal zu, pass mal auf. Jetzt fokussier deinen Nischel mal auf mich. Ja? Ja. Also, hör mal zu. Matthias, hier ist ein Haar. Also. Papa, pass auf, hör zu. Ich weiß, du hältst gerne fest. In dem Falle musst du loslassen. Lass einfach los. Und zwar soll ich dir sagen, ich weiß, du bist da sexuell auch intensiv veranlagt. Wenn man loslässt, hat man zwei Hände frei. Wenn du verstehst, was ich meine. Draußen, und draußen. Was willst du mir denn sagen? Was möchtest du mir sagen? Du schaffst das. Es kann dir draußen nicht passieren. Du wirst nicht untergehen. Du bist immer noch der Löwe. Weißt du? Schmeißt du mich raus jetzt? Also ich. Schmeißt du mich raus? Ich will dir jetzt einfach nur sagen, dass ich dich. Matthias! Jetzt hast du da irgendwelche neuen Freunde da, die alle Englisch können? Warte ganz kurz. Und ist das dann peinlich, wenn ich daneben sitze? Wenn du deine neuen Freunde hier, Christopher Nolan oder wie der hieß, der hier letztens zum Essen war? So. Matthias. Sie sagen jetzt also, Sie möchten etwas geschenkt bekommen, ja? Erstmal alles in Ordnung. Wir haben gelesen, Sie interessieren sich für Geschenke. Ich habe auch was geschenkt. Der kleine Matthias Schweighöfer, der da noch drin ist. Was sagt der zum großen Matthias, wenn er hört, dass er kein Geschenk bekommt, sondern dass ich das an das Schuldentilgungskonto der Bundesrepublik überwiesen habe? Was sagt der kleine Matthias? Ist der noch da drin? Ich verstehe kein Wort. Aber ich, als der Erwachsenenanteil sagt, das ist doch einfach klasse. Also das kann man schon mal machen. Wo bitte noch mal? Wo bitte noch mal? Ich sehe, wo Sie hinwollen. Ja? Ich sehe, wo Sie hinwollen. Ja? Ich habe nur ein bisschen den Eindruck. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht mehr. Das Schuldentilgungskonto der Bundesregierung. Habt ihr sie noch alle? Ich muss jetzt mal unbestimmte Leute aus der Redaktion ansprechen, weil ich nicht genau weiß, wer sich's ausgedacht hat. Aber der oder diejenige, die sich diesen Scheiß ausgedacht hat, wie zur Hölle soll ich denn hier meine schauspielerischen Qualitäten? Das ist auch eine Chance für mich. Aber kann man. Vielleicht werde ich hier entdeckt und dann muss ich die Schuldentilgungskonto der Bundesrepublik spielen. Bravo! Bravo!
So. Matthias, ist der Appetit vergangen? Mein lieber Klarhas. Also in Ordnung, bitte gut. Höre mir zu, mein Lieber. Es ist Weihnachten, es weihnachtet sehr ho, 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 ho. Aha, na schön. Höre mir zu, mein Lieber. Ja, Prost. Prost. Auf dich, mein Lieber. Ja, danke, auf mich, ja. Was, Folgende Situation stellt sich uns da. Ich esse gerade diese Paprika. Das ist eine sehr leckere Paprika. Wir haben den Hund im Ofen. Wie bitte? Moment mal, ist das eine Metapher? Wir haben den Hund im Ofen? Sagt man hat einen Hund im Ofen oder ist unser Hund tatsächlich im Ofen? In dem Falle wäre es nicht, ich habe einen Braten im Ofen, sondern ich habe einen Bello im Ofen. Bello! Das heißt, das, was wir kein hier essen... Kein Hund mehr da! Oh, kein Hund! Ist das hier Weihnachtsgans? Oder? Das ist Bello-Penis. Aber Bello-Penis kann man zerschneiden. Ist auch noch ein bisschen Füllung gefüllt. Ja, frohe Weihnachten auch für dich. Ho! Dankeschön. Das ist sehr lecker. Mal probieren. Hier ist noch sein Halsband. Er war so niedlich. Und er war schon so alt und so dünn. So dünn. Er war so dürr. Guck mal. Also ich bin privat traurig geworden, aber ich möchte mich... Aber das liegt natürlich daran, wie fantastisch und wie überzeugend du... Wir beide waren toll. Einen großen Applaus für uns, oder? Ja, das ist toll. Lieber Matthias, ich freue mich sehr, dass wir diesem Spiel noch mal ein neues Leben eingehaucht haben. Herzlichen Dank, das war ein Tisch für zwei. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, das ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss jeder selber wissen.